So, dann sind wir alle beisammen. Ich denke, dann können wir anfangen mit der offiziellen Pressekonferenz zum Bundesligaspiel TV0507 Hüttenberg, SCD-RFK Leipzig. Wir haben einen Endstand und der lautet 24:20 für unsere Gäste aus Leipzig. Zur Halbzeit hat der DRFK mit 13:8 geführt. Zuschauerzahl geben wir 2103 bekannt. Als Spieler des Spiels wurde von den Kollegen von der anwesenden Fachpresse Niklas Pietschowski ausgewählt. Bester Werfer bei Hüttenberg war Dominik Mappes und Vladan Lipovina mit 6 Toren. Bei Leipzig ebenfalls Pietschowski mit 6 Toren. Zu meiner Linken darf ich ganz herzlich begrüßen den Trainer der Leipziger, André Haber, und den Geschäftsführer Carsten Günther. Herzlich willkommen. Wir teilen natürlich jetzt unserem Gast zuerst das Wort. Herr Haber, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich spreche ein großes Lob an unsere Mannschaft aus, nicht nur für das Spiel heute, sondern für das, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir hatten vor ein paar Wochen ein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wo wir alle extrem motiviert waren, weil es auch ein großes mediales Interesse gab. Danach waren wir enttäuscht, dass wir zwischenzeitlich sehr hoch zurückgelegen haben und dort dem deutschen Meister nicht mehr Paroli bieten konnten. Und seitdem haben wir 5-mal gewonnen und uns sehr stabil präsentiert. Das war auch heute notwendig. Wir wussten im Vorfeld das zeichnet Hüttenberg, glaube ich, aus, dass Hüttenberg eine Mannschaft hat, die völlig egal, wie der Spielstand ist, über 60 Minuten kämpft, über 60 Minuten richtig ackert und die Abwehr von Hüttenberg auch nicht im Spielverlauf irgendwie nachlässt, sondern immer aggressiv ist, immer offensiv verteidigt. Das ist ja auch aus der Ferne beeindruckend zu sehen, was Hüttenberg dort mit seiner Mannschaft leistet. Von daher haben wir uns auf ein Kampfspiel eingestellt. Wir haben einen extrem starken Spielstart erwischt. Wir haben zur Halbzeit, hätten wir höher führen können, wenn wir da nicht uns selber ein bisschen im Weg gestanden hätten. Und nach der Halbzeit wird es dann ein ganz enges Kampfspiel. Wo Hüttenberg auch immer Tuchfühlung hat, aber wir auch immer dagegen halten, immer stabil bleiben. Und das war mit Sicherheit Schlüssel zum Erfolg, gerade über eine Deckungsleistung. Von daher freue ich mich extrem, bin sehr stolz auf die Jungs und das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Hören wir jetzt das Statement von unserem Trainer rein, Emir Kurtagic. Deine Worte bitte. Ja, guten Abend. Zuerst Glückwunsch an André und Leipzig zu 2 Punkten. Ich denke, über 60 Minuten verdient am Ende, weil sie von Anfang an souverän geführt haben. Und wir leider jetzt zum wiederholten Male einfach sehr naiv werfen in dieser Anfangsphase. Und wir müssen da einfach besser werden. Dann steht es nicht 7-1 nach 13 Minuten, dann steht es vielleicht 6-4, wo wir eine ganz andere Ausgangssituation haben und dann auch ganz anderen Druck vielleicht auf Leipzig entwickeln können, als wir das ohnehin jetzt in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Aber das ist einfach ein Polster, was schwer einfach ist zu drehen oder zu kippen und das ist das, was mich ein wenig ärgert, weil also spielerisch haben wir, es ist immer ein Zeichen, wenn man klare Situationen bekommt, wenn man 7 Meter verwirft oder Gegenstoß verwirft oder klar im Durchbruch verwirft. Das heißt, dass man da etwas gut gemacht hat. Aber leider müssen wir das einfach jetzt hinnehmen, dass wir diese Chancen nicht nutzen oder genutzt haben und einfach nicht noch mehr hier den Gegner unter Druck setzen konnten. Aber nichtsdestotrotz, es gehört immer ein Gegner dazu, die das auch fantastisch gemacht haben mit der Abwehr und haben uns wirklich unter Druck gesetzt, dass wir in diesem Spiel sehr oft im Passiv waren, vielleicht dann auch 1 oder 2 technische Fehler dadurch auch zu viel produziert haben. Und dann muss man das einfach jetzt hinnehmen, gratulieren, die Weihnachtszeit genießen und ich möchte die Situation auch jetzt nutzen, um allen Anwesenden und natürlich allen Fans von TVH und von Leipzig fröhliche Weihnachten zu wünschen, dass ihr vielleicht auch gut ins neue Jahr reinkommt und für uns bleibt jetzt nur ein Spiel in Göppingen, wo wir es versuchen wollen, besser zu machen als heute und versuchen wollen, eben ein gutes Spiel in Göppingen zu machen. Dankeschön.
Danke, Emir. Wollen wir jetzt noch in die Worte von SC-Geschäftsführer Carsten Günther reinhören? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Ich möchte mich dem André gerne anschließen. Heute können wir alle Leipziger sehr stolz auf unsere Truppe sein, die wieder extreme Wege gegangen ist, ganz stabile Abwehr hingestellt hat mit einem sensationellen Milos Putera dahinter, der seit Wochen in bestechender Form ist und uns in ganz neuralgischen Punkten des Spiels sicher auch hier geholfen hat. Fünf Spiele in Folge zu gewinnen, ist für uns alles andere als was Normales. Das ist was ganz Besonderes, also das müssen wir da so wirklich sehen. Man läuft sonst Gefahr, dass man mal nach so einer Serie irgendwie so denkt, das ist jetzt alles Business as usual, man fährt überall hin und ist irgendwie angeblich Favorit und muss ein Spiel gewinnen. Auch hier ist es so, dass es ein ganz, ganz harter Kampf ist, dass wir uns durchsetzen. Wir mit sehr, sehr viel Respekt hierher gefahren sind. Ich, dem TV Hüttenberg, Emir und Lothar die Daumen drücke, dass sie mit dieser beherzten und kampfbetonten Spielweise am Ende vielleicht doch die Sensation schaffen und drinbleiben. Weil es einfach hier auch Spaß macht, Handball zu spielen, was sehr viel Herzblut dabei ist. Und was wir mitnehmen, ist wie gesagt eine ganze Portion Glück, Stolz, Zufriedenheit, mit der wir jetzt in zwei, drei Weihnachtstage uns mal verabschieden können, dass wir alles sacken lassen können, genießen können. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt schon jetzt, wie wir die Gans verdauen und dann in Erlangen wieder auflaufen. Da haben wir letztes Jahr überhaupt nicht gut ausgesehen. Ich glaube, da sind unsere Jungs motiviert bis in die Haarspitzen. Das wird nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz, auf den ich mich jetzt schon freue. Aber vorher, wie gesagt, allen von Leipziger Seite aus auch nochmal ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns hoffentlich im neuen Jahr hier wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Günther. Abschließend wollen wir jetzt noch das Statement von Lothar Weber, unserem Geschäftsführer, reinhören. Ja, auch von mir guten Abend. Ich habe euch beiden schon gratuliert, direkt nach dem Spiel. Und ich denke, das geht auch in Ordnung, der Sieg. Meiner Ansicht nach ist es schwierig, wenn man die erste Viertelstunde verschläft, was wir schon öfters in dieser Saison gemacht haben, dass man dann nochmal rankommt. Das schaffen wir zwar immer wieder, Emir hat das ja auch richtig gesagt. Ja, ist natürlich dann, wenn ich 7-1 hinten liege, in 13 Minuten oder 12 Minuten ein Tor geworfen habe, dann wird es schwierig in der Bundesliga zu bestehen. Für mich war heute Pitschkowski und Milos Putera, die überragenden Leute bei Leipzig, ja, die uns das Leben sehr schwer gemacht haben und ja, gekämpft haben wir wie immer bis zum Schluss. Ja, und ja, ich hoffe, dass ihr wenigstens den Erlangen gewinnt. Das wäre wichtig für uns, ja. Und ich möchte an dieser Stelle noch auch eins loswerden. Es wird ständig Experten, sogenannte Experten. Ich gehöre da sicherlich auch nicht dazu, aber ich bin diese Diskussion unendlich leid mit Zeitspiel Arm heben und nicht Arm heben. Ja, wieso kann man da nicht mal irgendwann eine vernünftige Lösung finden mit einer Uhr wie im Basketball, dass die Schiedsrichter irgendwann diese Aufgabe weggenommen bekommen, weil die haben genug andere Dinge zu machen, wie dann die Hand zu heben, wann hebe ich sie, wie lange hebe ich sie, wie viele Pässe lasse ich zu. Ja, da wird sich dann Gedanken gemacht über den siebten Feldspieler, was völlig für mich den Handball nicht nach vorne bringt. Ja, das sind so Dinge, da sollen sich mal die sogenannten Experten drüber Gedanken machen, nicht über den siebten Feldspieler. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche natürlich auch allen Anwesenden und allen im VIP-Bereich und allen Fans von Leipzig und von uns natürlich auch schöne Feiertage, geruhsame Feiertage, einen guten Rutsch und viel Erfolg in 2018. Danke. Danke, Lothar. Es besteht jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Gibt es hier in der Runde Fragen? Ralf, oder? Herr Kotarik, worauf führen Sie die Anfangsphase zurück? Das ist jetzt schon mehrmals passiert. Ich war gegen Witten hier heute hier. Ist die Mannschaft übermotiviert? Überdreht sie in der Anfangsphase? Oder will sie zu viel auf einmal? Wie kann man sich das erklären? Also nach einer Viertelstunde, 20 Minuten finden Sie ja meistens in die Spur. Ja, das haben Sie vollkommen richtig gesehen und beobachtet. Ich weiß nicht, ob wir gegen Stuttgart war das der Fall, dass die Jungs einfach explodieren wollten nach den ganzen Geschehnissen. Aber Minden, Hannover, heute ist das wiederum
eine Sache einfach, wir müssen abgeklärter werden im Abschluss einfach und wir müssen wir arbeiten unheimlich hart oder 30, 40 Sekunden arbeitest du für eine gute Position, für einen Wurf und die bekommst du und dann machst du einen naiven, halb hohen Wurf. Das ist eben das, was wir schnell lernen müssen. Einfach, wir sind in der ersten Liga, das ist die stärkste Liga der Welt, das sind die besten Torhüter der Welt, die besten Spieler der Welt und da müssen wir einfach zusehen, dass wir einfach diese Entwicklung machen und uns einfach dadurch das Leben ein wenig leichter machen. Ich habe es vorhin gesagt, es steht 7-1 in der 13. Minute, klar, aber wir haben 4 klare Chancen von 6 Metern, die wir nicht nutzen und dann weiß ich nicht, wie das Spiel geht, wenn wir diese Gelegenheit nutzen. Dankeschön. Weitere Fragen? Markus? Ja, 20 geworfene Tore sprechen ja nicht unbedingt von Offensivspektakel. Trotzdem Tim Stephan und Simon Sikko 6 Minuten auf der Bank. Keine Alternative heute? Nein. Danke. Weitere Fragen? Ralf? Dann hätte ich gleich einen Nachschlag. Wie lange dauert die Integration von Immobilia ins Konzeptionsspiel von Lipovina? Wann kriegt man sie dahin, wo sie das Trainer haben will? Lipovina und Sim. Ich finde, dass Vladan heute ein wenig besser gespielt hat. Er war deutlich beweglicher auf den Beinen. Er hat auch ein paar gute Würfe gehabt. Also da sehen wir großen Fortschritt. Ich freue mich auch über bessere Leistung von Ragnar in den letzten Wochen. Das heißt, da haben wir jetzt 2 wieder sehr gute Spieler, die auch in der Liga ihre Position oder ihre Aufgabe gut lösen können. Auf der linken Seite ist das ein bisschen anders. Bei Simon darf man nicht vergessen, dass er 6 Wochen jetzt krank war, dass er immer noch nicht die Sprache beherrscht und dass er 19 Jahre alt ist. Also das sind einfach große Sachen für junge Spieler und da müssen wir Geduld haben. Aber Fakt ist, dass er bis jetzt immer wieder, zwar im Training auch, so ein paar Ansätze zeigt, dass da Potenzial ist, aber es einfach im Spiel nicht bringen kann. Danke Emil für die Antwort, danke für die Fragen. Ralf Waldschmidt, Markus Rösheim von der Gießen Allgemein. Gibt es noch weitere Fragen in der Runde? Gut, super. Dann bleibt mir noch die Aufgabe, aufs nächste Heimspiel hinzuweisen. Das ist am Donnerstag, den 11. Februar, 12.30 Uhr. Am Sonntag, den 11. Februar, so rum. Um 12.30 Uhr gehen in die THW Kiel. So, ich wünsche allen eine fröhliche Weihnachtszeit und dann sieht man sich hier in Gießen wieder im neuen Jahr. Bis dann.